Der bevorstehende Strukturwandel wird auch den Landkreis Mansfeld-Südharz als Teil des mitteldeutschen Reviers vor große Herausforderungen stellen. Um einen erneuten Zusammenbruch der Strukturen wie 1990 zu verhindern, ist unter Federführung der Landrätin Dr. Angelika Klein der Masterplan Strukturwandel Mansfeld-Südharz entstanden. Das 200 Seiten starke Papier, an dessen Erarbeitung viele verschiedene Institutionen aus Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt waren, sollte in einem Staffellauf von Sangerhausen nach Magdeburg gebracht und dort persönlich an den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt übergeben werden. So versammelten sich am Morgen des 9. Juli 2020 Vertreter der Kreisverwaltung und der Unternehmen der Grundstoffindustrie wie der Romonta AG, der KME Mansfeld GmbH, der Anterholz GmbH und der Knauf Deutsche Gipswerke KG sowie der Helios Kliniken GmbH, um gemeinsam den Startschuss zu geben. Auch die Agentur für Arbeit Sangerhausen entsendete einen Läufer. Von den Läufern. Sie laufen für die Agentur für Arbeit? Genau. Wie kommt's? Sind Sie in Ihrer Freizeit läuferisch unterwegs oder in einem Verein organisiert? In der Freizeit laufe ich das öfteren Mal, ja, und bin aber heute an sich als Vertreter der Bundesagentur für Arbeit hier und möchte halt das Vorhaben des Landkreises unterstützen, weil wir halt auch in der Arbeitsgruppe vertreten waren und das ist eigentlich mein Hauptansinn, heute hier dabei zu sein. Wie viele Kilometer werden Sie absolvieren? Die einzelnen Läufer laufen ungefähr 10 Kilometer und es kommt darauf an, wie wir das dann halt zeitlich bis nach Magdeburg schaffen. Aber der Plan ist so, dass alle Läufer ca. 10 Kilometer laufen. Das Wetter passt ja auch. Das Wetter ist super, Läuferwetter. Worum es konkret geht, erklärte Frau Klein unter anderem Ben Otte von Radio SAW. Das Land muss bis September wahrscheinlich eine Förderrichtlinie erarbeiten. Denn die 4 Milliarden müssen ja über den Zeitraum von 18 Jahren ausgegeben werden. Und da müssen natürlich auch Strategien entwickelt werden für das Land. Welche Schwerpunkte setzen wir? Welche Projekte könnten da reinpassen? Und insofern hoffen wir natürlich, dass dieser Masterplan für den Landkreis auch ein Baustein ist für diese Strategie des Landes. Was konkret beinhaltet dieser Masterplan? Oh, das sind über 40 Projekte. Die werde ich jetzt nicht aufzählen. Aber es geht uns um Schwerpunkte zur künftigen Entwicklung des Landkreises. Ja? Wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen? Wir haben uns auf die Stärken konzentriert. Das sind die Grundstoffindustrie natürlich, ist so ein Themenfeld, was wir beackern. Nicht umsonst, Romonta ist ja Ausgangspunkt. Wie kann man weiter Montanwachs gewinnen, auch wenn die Kohle irgendwann zu Ende ist bei uns im Landkreis? Was gibt andere Kohle her? Also das sind Projekte drin. Wir haben Knauf dabei, hier geht es auch um solche Projekte. Wenn der Reha-Gips künftig wegfällt, der bei der Verstromung anfällt, wie kann der Gips ersetzt werden? Kann man Gips recyceln? Das ist ein ganz schwieriger Prozess, da stehen wir auch alle erst am Anfang. Hier wollen wir auch mit Knauf, auch mit der Hochschule Nordhausen zusammenarbeiten. Es ist der ganze Problemkreis Energie. Wir haben energieintensive Unternehmen im Landkreis. Wenn ich an KME denke, wenn ich an Ariza denke, Brötchen können sie nicht ohne Hitze backen. Ja? Also da brauchen sie Strom und mit Kohle geht das dann ja auch nicht mehr. Also muss man sich überlegen, wie können diese Unternehmen regenerative Energien verstärkt einsetzen. Sie haben da selber ganz viele Ideen. Aber das Problem ist, mit dem Strukturstärkungsgesetz können Unternehmen nicht gefördert werden, sondern es geht nur um den Umweg über die Kommunen. Und hier müssen wir also dafür sorgen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, damit diese ihre Projekte auch wirklich verwirklichen können. Wir haben dann den dritten Themenkomplex ist Wertschöpfung, neue Wertschöpfungsquellen. Wo kann man noch ansetzen? Da ist zum Beispiel für uns die Digitalisierung ein solches Thema. Hier vor allen Dingen wollen wir die Telepflege in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam mit der Universität Halle gibt es Überlegungen, wie man das machen kann. Wir sind nun mal ein ländlich strukturierter Landkreis, wo es also auch weite Wege gibt. Was kann man da machen? Da sind wir auch erst am Anfang. Aber wir haben Ideen, wie das entwickelt werden kann. Und andere sind ausgestiegen aus den Projekten zur Telepflege. Wir haben gesagt, wir bleiben dabei, wir wollen das. Da gibt es natürlich noch andere Überlegungen, wie das geht. Dann haben wir einen vierten Schwerpunkt Tourismus. Wir sind ein sehr schöner Landkreis mit sehr viel Natur, sehr viel Kultur, sehr viel Geschichte. Das wollen wir natürlich auch in voller Breite vermarkten. Wir haben noch hier auch
Infrastrukturlücken, was Hotels zum Beispiel betrifft, aber auch den ganzen Komplex der Radwege müssen wir angehen. Das ist immer einfach gesagt, macht Radwege, aber meistens braucht man auch da ein bisschen Geld dazu, denn die Feldränder schon entlang der Straßen gehören uns nicht. Die muss man zum Beispiel kaufen erstmal, ja. Aber da muss man auch langfristig ein Konzept entwickeln. Wanderwege sind wir schon ein Stück weiter. Da haben wir ja auch schon einen Wanderwegemanager, der also mitguckt, wie ist der Zustand der Wanderwege. Kann man wirklich noch alle Wanderwege nutzen? Sollte man auf den einen oder anderen verzichten? Also, aber auch bis hin zu Projekten am Süßen See. Das, was dort im See gefunden wurde, ist ja so hochinteressant. Also mein Traum ist mal einen gläsernen Tunnel da reinzubringen. Ja. Noch ein paar andere Aspekte brachte beispielsweise die Liedergruppe Mansfeld-Südharz in das Projekt ein. Also erstmal habe ich mich gefreut, dass die Liedergruppe beteiligt wurde an der Arbeitsgruppe Strukturwandel. Das ist sehr wichtig, weil wir doch viele Projekte in den letzten Jahrzehnten, kann man ja mittlerweile schon sagen, realisiert haben. Und wir haben unsere Themen versucht, hier mit einzubringen. Es geht ja vordergründig um die Entwicklung der Industrie. Sehr interessantes Thema auch für mich, weil ich ja aus der Industrie eigentlich komme. Aber wir müssen auch an den ländlichen Raum denken. Der größte Teil des Landkreises oder überhaupt der gesamte Landkreis ist ja ländlicher Raum. Und da haben wir uns versucht einzubringen, zum Beispiel mit dem Thema Geothermie. Das ist eine wirkliche Spezifik unseres Landkreises, sozusagen neue Energie aus alten Stollen. Das ist ein Schwerpunkt auch der Liedergruppe. Und das sehen Sie hier auch in diesem Masterplan, den ich hier in Papierform mal bei habe. Fahren Sie auch mit nach Magdeburg? Ich fahre auch mit nach Magdeburg. Wir werden jetzt demnächst starten in Kürze. Die Landrätin wird mit einem Wasserstoffauto fahren und wir werden dort die Läufer in Empfang nehmen und dann den Masterplan dem Ministerpräsidenten übergeben. Ich will aber noch mal zurückkommen auf die Themenfelder. Es geht natürlich um Industriearbeitsplätze. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, was die Spezifik unseres Landkreises ausmacht. Und die Spezifik ist Grundstoffindustrie und zwar spezifische Grundstoffindustrie, also es ist nach wie vor die Kupferverarbeitung, das ist Knauf in Rottleberode und das ist selbstverständlich Romonda. Das sind unsere Themenfelder, die nur wir haben und die müssen wir weiterentwickeln und das ist der wesentliche Kern dieses Masterplanes. Und da muss auch LIDER in der neuen Förderperiode, die ab dem nächsten Jahr beginnt, eine wesentliche Rolle spielen. Der Kreistag hat gestern in übergroßer Mehrheit dem Masterplan des Landkreises zum Strukturwandel zugestimmt. Und wir wollen heute diesen Masterplan, der Ausgangspunkt sein soll für die Arbeit in den nächsten 18 Jahren, das ist eine ganz schön lange Zeit, dem Ministerpräsidenten übergeben, damit unsere Ideen, Projekte, Vorstellungen mit einfließen können in die Vorstellungen des Landes Sachsen-Anhalt. Und natürlich wir auch mit bei den Förderrichtlinien entsprechend berücksichtigt werden. Das ist natürlich das ganz Wichtige, denn ohne Geld können wir die Projekte nicht realisieren. Aber ich glaube, da sind viele kluge Ideen drin und daraus werden noch neue Ideen erwachsen. Denn wenn man erstmal etwas angefangen hat, kommt garantiert eine nächste Idee dazu. Und ich halte das ganz wichtig für unseren Landkreis, für seine Zukunft, für die Industriearbeitsplätze, für Arbeitsplätze überhaupt, dass es sich hier lohnt, zu leben, zu lieben und zu arbeiten. Und deshalb möchte ich den Staffellauf heute eröffnen. Wir waren mutig, haben gesagt, wir machen einen Staffellauf, wo unser Masterplan bis Magdeburg getragen wird von den verschiedensten Institutionen, Unternehmen und auch von der Kreisverwaltung. 5, 4, 3, 2, 1, Start! Zur gleichen Zeit bereitete sich Katrin Klein vom Amt für Finanzen und Mitglied in der AG Strukturwandel darauf vor, den tatsächlichen Staffellauf bei Roda in der Nähe der Landkreisgrenze zu beginnen. Dann war es soweit, lautstark wurde sie auf die Strecke geschickt. Auf die Plätze, fertig, los!
Insgesamt 8 Läuferinnen und Läufer wollten die Strecke bis Magdeburg bewältigen. Unter ihnen Heiko Matiebe von der Romonta AG, Hendrik Busch, Leiter Technologieentwicklung KME Mansfeld GmbH, David Große von Knauf, Silvia Buchmann von der Kreisplanung, Andreas Hensel, der Geschäftsführer der SMG und Sven Vogler, Fachbereichsleiter im Landkreis, der den Abschluss bilden sollte. Zunächst hatte aber Frau Klein 5,4 Kilometer zu bewältigen und übergab den Staffelstab an Udo Michael von der Stadt Sangerhausen. Also die erste Etappe auf dem Weg nach Magdeburg zum Ministerpräsidenten geschafft. Dutzende Kilometer weiter auf der Strecke nach Magdeburg. Hier die letzte Staffelübergabe von Herrn Hensel an Herrn Vogler. Der trug den Staffelstab bis zur Staatskanzlei, hier sozusagen live zu sehen. Und übergab ihn an Landrätin Dr. Angelika Klein, die diesen wiederum an den Ministerpräsidenten Dr. Rainer Haseloff weiterreichte. Das alles inmitten einer umfangreichen Delegation aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz.